Emil Cioran, das Buch der Täuschungen. Von der Seligkeit, nicht heilig zu sein. Lange währender Schmerz kann dich nur zum Schwachsinnigen oder zum Heiligen machen. Ersteres ist allerdings für keinen problematisch, weil über ein etwaiges Absinken in die Imbezilität, weil über die Lähmung aller Sinne infolge allzu heftig peisenden Schmerzes niemand in die Furcht und niemand in die Freude geraten kann. Du fürchtest und freust dich nicht über einen derartigen Zustand, in dem aller Klarsinn ausgeblendet ist, weil du weißt, dass ein Vergleich mit den vorhergegangenen Zuständen unmöglich, wie auch ein Erschaudern angesichts deines Schicksals nicht möglich ist. Doch wie viel Schauder ergreifen nicht die Seele eines Menschen bei dem Gedanken, dass er ein Heiliger werden könnte, und wie viele Ängste überwuchern ihn nicht bei der düsteren Vorahnung der Heiligkeit, darein der Schmerz ihn schmettert. Niemand will in der Verblödung verrecken, niemand in der Heiligkeit dahinleben. Wirst du aber erst zum Heiligen, so schmiedest du unwillentlich dein Schicksal in eine Sendung um und die Unentrinnbarkeit in einen Zweck. Schrecklich sind die Vorahnungen und die Stufen der Heiligkeit, nicht die Heiligkeit an sich. Sie lösen unerklärliche Schauder aus, die umso heftiger toben, als sie bereits in der Jugend hervorbrechen. Dann schmerzt dich der Gedanke, dass in dir das Leben noch vor dem Sterben stillstehen, dass es auf den Höhen erhabensten Scharfblicks erstarren wird, wenn du alles so klar erschaust, dass die Finsternis selbst bis zur Blendung erstrahlt. Die Heiligkeit birgt so viel Entsagung, dass die Jugend eines Menschen, so schmerzzerwühlt sie auch sei, sich mit einem solchen Leben, das den lebenden Überraschungen der Mediokrität überhoben wäre, nicht abfinden kann. Dass du irgendwann einen Zustand erreichen wirst, in dem du in keiner Weise mehr mittelmäßig zu sein imstande bist, in dem keinerlei Bande dich mit dem Leben verbinden, kannst du nicht anders denn bereuen. Dich peinigt der Gedanke, dass du in der Heiligkeit nicht einmal Sehnsucht nach dem verlorenen Leben empfinden wirst und auch keinerlei Hoffnung, um Verzweiflungen zu nähren. Die Furcht, heilig zu werden. Wie sollte dir auch nicht vor der Heiligkeit grausen, wenn du glaubtest, dass aus dir nur Flammen aufschießen, nur barbarische Ausbrüche, Träume von uferlosem Überschwang hervorlodern und an ihrer Stadt inwendigen Stillstand, Versiegen des Lebensstromes bemerkst, welche dich mit ihrer feierlichen Bedeutung beeindrucken. Denn es liegt etwas Feierliches in dieser vitalen Ruhe und in diesem viszeralen Verstummen. Beängstigende Vorahnungen der Heiligkeit, verheerende Zustände der Vorheiligkeit. Habt ihr in eurem Inneren nicht gefühlt, wie das Leben verglommen ist? Und hat euch sein Schweigen niemals geschmerzt? Habt ihr nicht gefühlt, wie Triebe zerschmelzen und endgültig verebben? Und habt ihr in dieser Ebbe nicht die Einsamkeit empfunden, vom Leben verlassen zu sein? Die Heiligkeit ist jener Zustand, in dem der Mensch fortfährt zu leben, nachdem sich das Leben aus ihm wie das Wasser aus dem Meer zurückgezogen hat.
und deshalb gleicht die Seele eines Heiligen einem alles fassenden, verlassenen Meere. Dem Menschen ist es vergönnt, von der Freude, das Leben zu hören, überzugehen zur Trübsal, zu fühlen, wie es versiegt. Er ist dann vor das Problem gestellt, im Dasein, in dem oder jenseits des Lebens zu leben. Die Tragödie des Menschen besteht darin, nicht in, sondern nur diesseits oder jenseits leben zu können. Deshalb kann er lediglich von Triumphen und Niederlagen, von Gewinnen und Verlusten reden und eben deswegen nicht in der Welt leben, sondern nur zwischen Himmel und Hölle zappeln, zwischen Aufstieg und Absturz zucken. Es gibt Zustände, die nicht einmal Gott ahnt, weil die wahrhaft Großartigen nur aus Unvollkommenheit erwachsen können. Die Verzweiflungen machen mich jedweder Gottheit überlegen. Es ist erfreulich daran zu denken, dass man nur von den Unvollkommenen etwas zu lernen vermag. Ich muss mich mit allen Kräften an meine Unvollkommenheit, an meine Verzweiflung und an meinen Tod klammern. Was haltet ihr von jenen Menschen, der nicht Weisheit anstrebt, um das Leiden zu überwinden? Können indessen die wahren Leiden überhaupt überwunden werden? Kann es denn irgendeinen äußeren Wert geben, anhand dessen sie ermessen werden können? Vergebens wendet man ein, dass das Leiden keine ontologische Wurzel habe und dass es nicht als dem Gefüge des Seins zugehörig betrachtet werden könne. Welcher Wert kann einer derartigen Einwendung zukommen, angesichts von Menschen, deren Existenz durch das Leiden bestimmt wird? Und nach solchen Qualen sollst du nur heilig werden. Sollte das Leiden denn keine größere Belohnung verdienen als die des Sterbens? Freuen wir uns doch, dass in dieser Welt wenigstens der Tod nicht ungewiss ist. Die Furcht, ein Heiliger zu werden, oder das Bedrohtsein, nicht zu sterben.